Stattdessen kann man auch sehen, was man Schönes zusammen hatte. Und er hatte zu viel davon. Ja, das hatten wir. Aber es hat leider nicht gereicht. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Wir brauchen da gar nicht weiter drüber zu reden. Die Kohle von dem Geldsack Papi nehmen wir nicht. Ach so, du nimmst also lieber hin, dass sie uns die Bude dicht machen. Ja, bevor ich mich von ihm zur Marionette machen lasse, definitiv. Ey, das ist so bescheuert. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass er nun darauf wartet, dich fertig zu machen. Entschuldige, seit ich hier bin, versucht er nichts anderes. Oder soll ich dich daran erinnern, was er für Geschütze aufgefahren hat, nur um mich loszuwerden? Du bist jetzt mein Mann, okay? Glaubst du im Ernst, der Ansgar hat keine anderen Sorgen? Ich weiß, dass er das Bano nicht mag, ich weiß, dass er mich nicht mag und ich weiß, dass es ihn wahnsinnig ankotzt, dass er mich nicht los wird. Also warum, um Himmels Willen, soll ich mich von ihm abhängig machen lassen? Weil du sonst einen Traum begraben kannst. Aber lieber tue ich das, bevor er ihn zum Albtraum macht. Hey, es gibt nun mal nicht für alles eine Lösung, so ist das im Leben. Auch Zucker? Hallo, jemand zu Hause? Meinst du, wir sind zu früh gegangen? Wir waren bis eben gerade bei Charlie. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie inzwischen mal ein bisschen Ruhe von uns hat. Bella, du warst vorhin schon so still. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, du hast keinen Bock auf Charlie. Komm. Ich weiß, das ist Quatsch. Und deswegen habe ich auch eine andere Erklärung gefunden, warum du gerade bist, wie du bist. Wie bin ich denn? Traurig irgendwie. Es gibt's schon zu. Eure Frauen-WG hat dir total gut gefallen. Ja. Und es hat einfach von Anfang an total super gepasst. Obwohl wir so unterschiedlich sind, habe ich das Gefühl, Charlie versteht mich komplett. Jetzt versteh du mich bitte nicht falsch, ja? Also das wird hier super mit euch. Das wird eine tolle Zeit. Du, es ist schon okay. Ich bin der große Bruder. Du musst keine Angst haben, dass ich anfange zu heulen, nur weil du lieber bei Charlie wohnen willst. Ach, komm schon. Guck mal, du wärst da drüben nicht aus der Welt. Du würdest nur über den Flur wohnen. Jetzt geh darüber. Charlie ist nämlich nicht die Einzige, die dich versteht, hm? Ja, das ist echt okay für dich. Ja, kann diese Augen lügen. Ich glaube, für Charlie wäre es auch mehr als okay. Ah, Bella. Hast du was vergessen? Nein, ich wollte dich fragen, ob das Kartonzimmer nicht doch noch einen Mitbewohner gebrauchen kann. Was, du willst wieder bei mir wohnen? Wenn ich darf. Ach, ich fand es doch auch so schön, natürlich. Sie hatte wohl Heimweh. Ja, dann willkommen zu Hause. Danke. Hallo. Hey, hast du schon wieder Sehnsucht nach mir? Ich dachte, über die Finanzierung reden wir morgen. Tun wir nicht. Tun wir nicht? Jetzt mach doch mal die Musik leiser. Ich hab echt keinen Bock, hier so rumzubrüllen. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Keine. Das mit der Finanzierung hat sich erledigt. Oh. Warum? Es war einfach eine Schwachsinnsidee, okay? Emilie und ich, wir würden doch bis zu unserem Lebensende bei dir in der Kreide stehen. Naja, das kommt drauf an, wenn es einem feurigen Südamerikaner natürlich gelingt, aus dieser Klitsche ein ganzes Imperium zu machen. Spar dir das, ja. Okay, also kein Kredit. Du meinst es offensichtlich ernst. Ja. Ja, und wie gedenkst du jetzt an das Geld zu kommen? Ich meine, neben der Schule? Gar nicht. Wir müssen das Bano schließen. Oh. Jetzt frag schon.
Frag was. Ja, was aus der Schule wird? Du brauchst dir keine Sorgen machen, ich zieh das mit dem Abi durch. Jetzt habe ich ja Zeit. Ja, das ist ja... Schön. Ja, zu Kim. Es tut mir natürlich leid, dass aus euren Plänen nichts geworden ist. Ich meine, nur weil ich ab und zu auf deinem Emilio rumhacke, heißt das ja nicht, dass ich nicht sehe, dass er was tut. Nicht nur rumhängt, wie andere in deinem Alter. Trotz allem bin ich natürlich froh, dass du jetzt wieder Zeit hast, dich ganz auf deine Schule zu konzentrieren. Hey, und jetzt glaub mir, wenn du das Abi hast, du wirst sehen, du machst ganz schnell eine bessere Karriere. Besser als in dieser Klitsche. Du kannst ja richtig nett sein. Ja, ich weiß. Magst du auch was trinken? Das Wasser vielleicht? Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? Du hast uns den Typen vom Ordnungsamt auf den Hals gehetzt. Gar nicht so schlecht, diese Erfindung mit dem Reden. Ich eigentlich immer dachte, das wäre Frauensache. Frauen haben schon viele wertvolle Dinge erfunden. Danke, dass du durchgehalten hast, Rebecca. Nach allem, was ich mir so geleistet habe, da kann ich es auch gut verstehen, wenn du kein Wort mehr mit mir redest. Aber du wolltest mir auch was sagen, also. Ja. Wenn du mich so anguckst, dann kriege ich ja fast schon Angst vor dir. Ich muss dir was sagen über mich. Jetzt mach raus mit der Sprache. Wir haben lang genug über mich geredet. Es geht um Marlene und um mich. Wir sind zusammen.